Willkommen, liebe Leute, bei neuem Pflanzenporträt. Es wird heute um den Breitwegerich gehen. Das ist somit der dritte Wegerich in Vorstellung. Wir haben schon einen Spitzwegerich gesehen, im mittleren Wegerich und da ist jetzt eben der Breitwegerich. Der Breitwegerich gehört zur Gattung der Wegeriche und die Familie heißt dann nur Wegerichgewächse. Also wie es hört, da ist ziemlich was Wegeriches unterwegs. Und das Ganze ist auch ziemlich eine große Geschichte. Innerhalb der Gattung gibt es ungefähr 190 Arten. Und nachdem das so vielgestalt ist, gibt es dann wieder Untergattungen. Und in diese Untergattungen gibt es dann nochmal Sektionen. Das ist praktisch so ein bisschen ein Versuch in der Botanik, Pflanzen, die was zwar zusammengehören, einzusortieren und trotzdem waren es eine große unterschiedliche Erscheinungsform haben, wird dann praktisch nochmal eine Untergattung geschaffen. Und wenn es da auch noch alle so ist, dass man sagt, ja eigentlich, boah, das schaut schon so aus und das hat diese Eigenschaften und diese Eigenschaften, werden nochmal Sektionen geschaffen. Und dann werden in diese Schachteln, also Gattung, Untergattung, Sektionen, werden die einzelnen Arten, die man dieser Gattung zurechnet, einsortiert. Ein kleiner Exkurs zu dem Ganzen. Für uns wird es reichen, wenn wir wissen, beim Breitwegerich ist es auch so, dass der auch wieder so vielgestalt ist, dass auch der in Untergattungen eingeteilt wird. Und da habe ich jetzt das Glück, dass ich mich fast traue, dass ich das herzeige. Bis ich zumindest eins davon kann ich mit Sicherheit herzeigen. Wieso ich da anfange? Da haben wir ein paar jüngst Breitwegeriche, also die wachsen da Samen. Er selbst ist eine ausdauernd krautige Pflanze, das heißt, wenn er einmal aus so einem Pflanzerl erwachsen ist, dann lebt er mehrere Jahre und in jedem dieser Jahre blüht er aufs Neue. Wo haben wir denn da da sehen wir schon Blütetriebe. Dann blüht er jedes Jahr wieder. Im Winter vergeht das Ganze. Es bleibt aber das Rhizom unter der Erde und die Wurzeln und das Erneuerungsorgan, da wo jetzt diese Blätter praktisch austreiben, liegt an der Erdoberfläche, das nennt sich dann ist ein Hemikryptophyt. Wenn das genau interessiert, da habe ich mal was gemacht, das verlinke ich da. Also da lebt er dann einige Jahre dahin und in diesem Dahinleben kann er eben sehr vielgestaltig sein. Nicht nur, weil es Untergattungen gibt, sondern hat natürlich mit dem Wuchsort und mit den Wuchsbedingungen zu tun. Die Wegeriche sind sehr trittverträglich und der Breitwegerich im Besonderen. Das heißt, ihr werdet den ganz oft auch dort finden, wo ein Flieger unterwegs ist. Nein, Blödsinn, ich habe schon wieder einen Flieger im Hintergrund. Wo drauf gestiegen wird und das tut ihm aber nicht unbedingt was. Also das kann er ziemlich gut ab. Aber bevor ich mich jetzt lang bei diesem einen kleinen Exemplar da verquatsche, ich möchte unbedingt die Blüte herzeigen und ein bisschen was über die Nutzung erzählen. Aber da vielleicht schon gleich einmal guckt. Also, ich habe ja gesagt, es gibt Unterarten. Eine Unterart ist eben der große bzw. gewöhnliche Breitwegerich. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich große Blätter ausbilden kann. Und das ist schon mal Ansage, oder? Also, das sind echt tolle Blätter. Es würde dann nur den Salzwiesenwegerich geben, der hat die Fähigkeit auch auf salzigen Boden zu wachsen, habe ich bei mir da nicht, und den vielsamigen Wegerich. Ich bin mir sicher, dass ich den schon öfter gesehen habe, ich traue mir das nicht einbestimmen, dort wo wir hingingen wegen der Blütenbestimmung, der hat eben wirklich extrem lange Blütenstände, was dann auch zu extrem langen Fruchtständen führt und wenn man viel Früchte hat, hat man natürlich auch viele Samen. Schauen wir vielleicht überhaupt, da schauen wir sich das dann nochmal an. Schaut, also ich habe ja den mittleren Wegerich schon mal hergezeigt, auch der mittlere Wegerich bildet relativ große Blätter aus. Bei dem ist es aber so, dass das in der Regel diese Blätter nicht so lang gestielt sind und dadurch eher wirklich im Boden anliegen. Wenn man sich im Breitwegerichwuchs anschaut, wie gesagt, auch der kann am Boden anliegend wachsen, wenn man ständig draufsteigt. Aber wenn man sich das anschaut, ist der aufsteigend und die Blätter, ich nehme da nochmal eins, sind eher so löffelförmig. Sieht man das? Also da kann man, in dem Fall ist es schon eine richtige Schaufel und kein Löffel.
das Ganze ist, da schaut's, da haben wir zum Beispiel einen Spitzwegerich nebenbei. Auch der Spitzwegerich kann extrem vielgestalt sein. Also der muss nicht unbedingt so schmal lanzettlich wachsen. Der kann auch wirklich ein relativ breites Bild haben, wo ich manchmal selbst schon verunsichert, boah, ist das jetzt nur Spitzwegerich? Aber ja, man erkennt's dann doch im Endeffekt. Ich wollte eigentlich schon zum Essen, aber weil es mir gerade auffällt. Schaut, dieses Nervenbild, weil wir da gerade den Spitzwegerich nebeneinander haben, habe ich ja schon mal erzählt, verlinke ich da, dass einkeimblättrige und zweikeimblättrige Pflanzen in die Samenwelt gibt. Also Pflanzen, die was aus, gibt bei den Bedecktsamen, muss man nur genauer sein. Also da gibt es einmal was mit Einkeimblatt wachsen und eine, die was mit zwei Keimblättern aus dem Keim rauskommen. Und einkeimblättrige zeichnen sie ganz oft oder sogar in der Regel, und da gehören zum Beispiel auch unsere Gräser dazu, damit aus, dass lanzettliche, da nochmal Gras, also da, dass man das gescheit sieht, dass lanzettliche Blätter haben und ganz gerade Nerven, die was parallel verlaufen, so wie wir das da voll schön sehen. Und auch da ist ja eigentlich, diese Nerven sind ziemlich schnirlgerad und laufen parallel. Nur ist so, dass die Wegeriche praktisch das Musterbeispiel dafür sind, dass das auch bei den Zweigheimblättrigen so sein kann, dass parallel nervig rennt, weil das ist in der Tat ein Zweigheimblättriger. Also das nur am Rand erzählt. In die andere Richtung, zum Beispiel der gepflegte Aronstab, ist ein einkeimblättriger, hat aber eine Nervatur, also eine Nervenerscheinung im Blatt wie ein zweikeimblättriger. Also das ist immer so ein bisschen eine wilde Geschichte in der Botanik. Oder die Natur zeigt uns, dass es selber anders tut, wie man das manchmal glaubt. Also auch da wieder tolles Blatt. Wisst ihr was, wir gehen jetzt und da beam ich uns, da spare ich euch jetzt das Geholpere und Gehatsche zum Blütenstand, dann reden wir übers Essen, dann reden wir über die Blüte und eventuell auch über den medizinischen Nutzen. So schaut's, da haben wir jetzt eben Stände, jetzt darf ich nämlich nicht sagen Blütenstände, das was wir da sehen ist schon wieder verblüht, das da ist gerade im erblühen und keine Angst, wir nehmen sie eh gleich da als Tumor ein bisschen zur Hilfe, weil das Ganze ist, schauen wir, ob man da irgendwo ein ganz Knospen, ja da ist er ganz frisch, da ist er noch im knospigen Zustand, aber da sieht man das schon schön, dass unten losgeht und von unten nach oben das Ganze wandert und da nehmen wir sie jetzt das Tumor. Das Ganze ist so, das vorweiblich ist. Das heißt, als erstes ist diese weibliche Blüte, die was komplett unscheinbar ist, seht ihr, das sind einfach diese weißen Fädelchen. Da sind die weißen Fädelchen. Oben, man sieht es, da ist es noch nicht entwickelt. Also es geht von unten nach oben. Was man aber auch sieht, unten sind jetzt schon die Männer am Werkeln. Und ganz unten ist schon wieder verblüht. Da sieht man, da werden dann schon wieder diese ersten Früchte gebildet. Diese Früchte selbst, das sind ein Haufen solche Kapseln und da sind zwischen 6 und 30, ich meine, ich weiß ja nicht, wer das zählt, mit höchstens ist die Angabe, schöne Zahl, 46 Wiedersamen drinnen. Und wenn ihr euch diesen Stand da anschaut, wie viele Einzelfrüchte das da drauf sind, da kann man dann schon erahnen, okay, da sind ein Haufen Samen drinnen. Schauen wir uns das da nochmal mit der Blüte an. Seht ihr das da unten, das sind die Staubbeutel. Also das sind, ist der Männerteil, Staubfaden mit Staubbeutel drauf und oben sind die Männer noch nicht da, da ist noch die weibliche Blüte und ganz oben ist noch nichts los. Das Ganze ist nicht auf Insekten oder so aus, sondern das ist auf Windbefruchtung eingestellt, also der Pollen wird abgeben, staubt aus und in der Nähe steht dann eine Dame, also empfangsbereite Damen umeinander, die nehmen den Pollen dann auf. Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr euch diesen Stand anschaut, also da war eine Menge Pollen, was abgeben wird, der Wegerich ist einer von denen,
die was Pollenallergiker ziemlich plagen kann. Also der große Wegerich bzw. der Breitwegerich im Besonderen, weil wir gehen dann noch ein Stückchen auf, vielleicht kommen wir nochmal beim Spitzwegerich vorbei. Da sieht man ja natürlich den Unterschied von diesem Blütenstand. Also wenn man so viel Blüten hat, hat man eben viel Pollen, ist man problematisch. Aber was zum Beispiel wieder super ist, und da verlinke ich euch da jetzt ein Video, diese Wegerichsamen sind auch bekannt als Flohsamen. Ich glaube, Flohsamen ist zwar ein Begriff, der was für vielerlei Samen benutzt wird, die was recht klar sind, aber beim Breitwegerich wird dieser Begriff auch genutzt. Die sind halt jetzt noch nicht reif, aber in dem Video sieht man das eh, da kann man voll super die Samen ernten, weil wenn die Samen reif sind, das merkt man eh, wenn man das ein bisschen im Gespür hat und ein bisschen durchgeht und so drüber fährt, dann merkt man, wenn die aufbrechen, ich werde das da jetzt so probieren, das ist noch viel zu bald, aber wenn man so drüber fährt und das ist reif, dann zieht man diese ganzen Früchte einfach ab, indem man von unten nach oben streift, und dann hat man zwar die Spelzen, also die Fruchtschalen in der Hand, aber auch diese ganzen kleinen Samen. Und im Video sieht man das eh. Da gibt es zwei Versionen, wie man das dann ernten kann. Also die kann man mal essen, dann sind wir schon bei der Essbarkeit. Was auch immer gut essbar ist, sind diese jungen, am besten noch knospigen Blütenstände. Das ist halt jetzt der ganz kleine. Aber die sind, die sind, ein bisschen kann man es wie Spargel zubereiten, man kann es aber auch roh essen. Also ist überhaupt kein Problem, kann man dann noch dabei essen. Wenn sie mal so aufblüht sind und verblüht sind, dann geht das eigentlich nicht mehr, weil der Stängel schon hart ist und auch diese Früchte, diese Unreifen, mag man eigentlich nicht gern beißen. Genauso kann man die Blätter essen. Da ist es auch wieder am Scheitern, wenn man es jung erwischt. Aber wenn sich das diese Exemplare anschaut, da kommt immer wieder nur aus dem Erneuerungsorgan frisches Blattmaterial. Wenn man da die jüngeren erntet, so wie dieses hier, dann kann man das eigentlich gut essen. Zeitgleich ist natürlich eigentlich auch was für einen Smoothie-Maker, beziehungsweise muss man aufpassen, das versuche ich weiter oben, gehen wir dann nochmal ein Stückchen, zum Zeigen, weil, ne, vielleicht geht das sogar da schön. Wenn man diese Blätter erntet, das geht sogar da schön, warte, da tun wir jetzt. Schaut, seht ihr da, das sind diese Nerven, die was da auch im Blatt da reinrennen. Also das, was da dieses Nervenmuster erzeugt, die sehen wir jetzt da. Und manchmal gelingt es beim Ernten, dass man das Blatt so runterzieht, dass diese Nerven direkt am Blattstiel verbleiben. Das heißt, man zieht aus dem geernteten Blatt diese Nerven raus. Diese Nerven sind einmal am schwierigsten zum Beißen. Also die sind so stark faserig, darum halten sie da ja auch so gut, dass beim Beißen eine Katastrophe sind. Oder beziehungsweise auch im Smoothie Maker sie ums Schneidewerk umdrehen und das dann praktisch sogar bis zum Stillstand bringen können. Also das kann man beim Brocken schon versuchen, dass man das heraus hat. Und dann macht es noch alle Sinn, dass man sich das da quer herschneidet, ist oder Kaubarkeit. Aber junge Blätter. Schauen wir das nochmal an, ob das nochmal gelingt. Ja, schaut, aber diesem jungen Blatt, sieht man das? Ja, so. Und das ist echt geschickt, wenn man das so hinkriegt, dann hat man es leichter mit dem Verarbeiten. Lasst mal überlegen. Im Juni, also geht's los mit der Blüte, Ende Mai schon manchmal, ist natürlich in der Natur, kommt auf, wie war der Winter, wie war der Frühling drauf an, aber Juni bis September ungefähr wird's ein Blühen vorfinden und ungefähr immer einen Monat hinter der Blüte werden die Samen schon langsam reif. Nur, dass man das ein bisschen weiß, wo man das oder wann man das ernten kann. Die Samen selbst, wenn die ganz reif sind, dann springen die Kapseln auch auf und dann ist Windausstreuung, also wenn der Wind dann durchfährt, dann schüttelst du das und es wird ausgestreut. Aber auch wenn Tiere, so wie ich, durchrennen, wird es dann ausgestreut. Und es gibt zum Beispiel auch Vogel, die was das sammeln, also die wird es manchmal sehen, die sitzen dann da sogar irgendwie so drauf und becken sich das runter und mampfen das. Und nehmen das dann so mit, also so Bearbeitungsausstreuung wird das genannt.
Okay. Jetzt gehen wir noch ein paar Meter, weil schauen wir, was da alles für verschiedene Exemplare. Ihr seht, das von der Größe, das, da, der ist in Vollblüte da und das war's. Also ist doch eine ganz andere Erscheinung, wie das, was wir erst schon gesehen haben. Da haben wir dann den Spitzwegerich, da blüht er zwar jetzt nicht, macht aber nichts, gehen wir noch ein Stückchen weiter. Da ist wieder, da schaut's, also da die Erscheinung ist wieder ganz eine andere, auch da, da sehen wir nochmal schön diese männliche Blüte, da staubt es gerade ziemlich da umeinander, habt ihr das sogar gesehen? Ja, da Haufen Pollen, also das ist wieder ganz ein anderes Kaliber und das zum Beispiel ist wieder gut mampfbar. Aber ich mampf's jetzt nicht, naja, ich wollte gerade sagen, ich mampf's jetzt nicht, dass ich mit euch gescheit reden kann, aber ihr seid es eh schon gewohnt. Ja, und so, ich glaube, die Vielgestalt hat man jetzt schon gut gesehen. Ich schlucke jetzt einmal runter. Medizin nutzen. Sage ich selten was, aber die Wegeriche, und da kann man eigentlich, eigentlich alle, also Breitwegerich, Spitzwegerich, mittlere Wegerich, das wären die sein, die was bei uns häufig findet. Alle, die ihr könnt nutzen, weil es sind die Iridoid-Glykoside zum Beispiel, beziehungsweise die Abbauprodukte, was entstehen, wenn die in unserem Körper verarbeitet werden, haben eine antibakterielle und eine entzündungshemmende Wirkung dadurch. Das ist einmal das eine. Dann sind Schleimstoffe drinnen, die sind reizmildernd, also schleimhautschützend, entzündungshemmend und immunstimulierend, bekannterweise. Und Gerbstoffe sind drinnen, die astringierend, also zusammenziehend sind, antibakteriell. Die wirken positiv auf die Schleimhäute, also durch diese zusammenziehende und haben eine krampflösende Wirkung. Und dann Saponine, da muss man wieder aufpassen, Thysaponin kann echt gefährlich sein, das kann aufs Blut gehen, also kann Entzündungen verursachen, Gewebsschäden und die Blutkörbchen auflösen. Aber in der Regel, wenn man den benutzt, hat man da nicht die große Gefahr, aber es sei immer erzählt, alles was eine Wirkung hat, kann auch eine unerwünschte Wirkung haben. Ist halt so. Aber auch die Saponine, die sind antibakteriell und fungizid, also zumindest in Petrischalen auch gegen Pilze zum Einsetzen. Aber möglicherweise kommt es dadurch, dass zum Beispiel diese Breitwegerichblätter ein bekanntes Anwendungsgebiet ist, wenn man Insektenstiche oder sowas hat, dass man das ein bisschen zerkaut oder gut zermanschert, dass da die Flüssigkeit rauskommt. Und dann, wenn man diesen Insektenstich mit dem dann einschmiert, dann juckt es weniger. Das hat eben mit den Gerbstoffen auf jeden Fall zu tun, weil eben das auf die Haut das so zusammenziehend wirkt, aber eben auch die antibakterielle Wirkung kann da zum Beispiel zu tragen kommen. Bei Husten wird er eingesetzt. Das lässt sich wieder gut erklären über die Schleimstoffe, was auf die Atemwege gut wirken, aber eben auch über die antibakteriellen Bestandteile. Also das lässt sich schon erklären, wieso die Volksmedizin, drum nutzt auch die Schulmedizin, wieso die Pflanze so beliebt und so gut benutzt wird. Okay, ich glaube, Breitwegerich, das, was mir wichtig war, habe ich, glaube ich, herzagt, nämlich auch dieses Vielgestalte, was ich immer wieder fantastisch finde. Und ja, sonst, man kennt ihn eher, also das, schaut's da, Spitzwegerich, da schaut's, der Spitzwegerich kann in Variationsvielfalt erscheinen, habe ich eh schon gesagt, breitere Blätter und so, aber auch diese Blütenstände müssen nicht solche kleinen Stummel sein. Ich habe auch schon Spitzwegerichblüten gesehen, die was so lang waren und dann natürlich auch die Früchte. Aber es ist noch alle punkto Ernten nichts im Vergleich zum Breitwegerich, also der zahlt sich eben wirklich aus. Ja, passt, dann lassen wir es gut sein, ich wünsche Mahlzeit in dem Fall, weil kann man eigentlich wirklich alles mampfen. Ausgraben haben wir diesmal nichts, brauchen wir auch nicht. Lassen wir es einfach gut sein. Dann viert euch, bis zum nächsten Porträt.